Es ist ja die 30. Verleihung des Bayerischen Filmpreises. Da waren bestimmt schon manche öfter anwesend. Wie oft waren Sie schon da? Kann es gar nicht mehr mitzählen. 5-mal würde ich sagen. Ist schon fad? Na, es kommt auch an, welches Entertainment-Talent Sie heute noch entwickeln, aber bisher noch nicht. Das ist eine echte Herausforderung. Kann ich Sie auch mal herausfordern? Wissen Sie, was VGF bedeutet? VGF, na? Enttäuschend. Sendung, oder? Ist ja nicht Wer wird Millionär? Sie hätten auch nichts gewinnen können, es ist vollkommen richtig. Wissen Sie, was VGF bedeutet? Verband der... Oh Gott. Geht schief. Also es ist ein bisschen enttäuschend, weil München ist ja die Medienmetropole in Deutschland, nicht die andere Stadt. Und wenn man da ganz einfach mal auf der Straße die Leute fragt, die kennen sich mit solchen Fachbegriffen aus, wie unser nächster kleiner Zuspieler beweist. VGF, was ist das? Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte für Filmwerke. Ja, kennt ja jeder, oder? Kennt jeder, klar. Ja. VGF ist? Verwertungsgesellschaft für die Nutzung von Filmwerken. VGF, sagt Ihnen das was? Ist die Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte an Filmwerken. Mein Herr, was ist VGF? VGF ist die Abkürzung für Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte an Filmwerken. Danke. VGF, kennen Sie die? Ja. Was machen die? Die vergeben einen Filmpreis. Die vergeben einmal im Jahr einen Preis. Beim Bayerischen Filmpreis, glaube ich. Ich glaube, in Höhe von 60.000 Euro oder so. Den hätte ich ja selber gerne mal. Sie sehen, der Münchner kennt sich aus. Ja, und VGF leistet ja noch mehr als nur Preise zu verleihen. Da werden zum Beispiel auch Stipendien verliehen an junge Produzenten. Also eine prächtige Institution, ein wichtiger Preis. Und deswegen sind wir auch ganz besonders stolz, eine wunderbare Schauspielerin als Präsentatorin des Preises gewinnen zu können. Sie ist gleichermaßen beliebt in Film und Fernsehen und seit 2008, da glänzt sie beim Jedermann in Salzburg als Botschaft, wo es über ihre Rolle heißt. Du schlägst die Lichter mit eigenem Schein, deine Red ist süßer als Schalmein. Wie wahr? Begrüßen Sie als Präsentatorin des VGF-Preises Sophie von Kessel. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vom Kabelträger zum Produzenten. So sieht eine Bilderbuchkarriere im Filmgeschäft aus. Genau diese Karriere hat unser nächster Preisträger gemacht. Seine internationalen Lehr- und Studienjahre in Ludwigsburg und Paris beendete er als Produzent und Regisseur seines eigenen Abschlussfilms mit dem Titel »Der Tag der Befreiung«. Und seitdem entdeckt und fördert er als Produzent konsequent neue Filmtalente. Mit seiner jüngsten Produktion machte er im letzten Jahr schon bei den Hofer Filmtagen großen Eindruck und gewann den Förderpreis Deutscher Film. Der VGF-Preis geht an den Produzenten von Der Rote Punkt, Martin Blankemeier. Der Rote Punkt schildert die Erlebnisse einer jungen Japanerin, die nach Deutschland reist, um dort ihren Frieden mit einem tragischen Ereignis aus ihrer Vergangenheit zu machen. Es ist ein sehr melancholischer Film, bei dem gerade das Unausgesprochene eine große poetische Kraft gewinnt. Ein beeindruckendes, stilsicheres Debüt im Wechselspiel von meditativer Ruhe und innerer Spannung. Der Mut, ein solches Werk zu produzieren und zum Erfolg zu führen, wird heute mit dem VGF-Preis belohnt. Herzlichen Glückwunsch, Martin Blankemeier. Das ist Aki aus Japan. Morgen. Ich weiß noch mehr über den Unfall. An dem Abend damals war ich auch hier.
Was gibt es denn hier? Es gibt Stein. Den VGF-Preis erhält Michael Blankemeyer. Also, danke Sophie, danke der VGF und danke der Jury und danke natürlich auch allen, die in unserem kleinen Film geschrieben, finanziert, gespielt, gedreht, bearbeitet, veröffentlicht oder ihn sonst unterstützt haben. Wir freuen uns ganz besonders, weil hier ein Film ausgezeichnet wird, der nicht wichtig, teuer, politisch gewollt, von großen Namen getragen oder sonst wie bedeutend ist. Der keine Rücksicht nimmt auf Programmschema und dramaturgisches Korsett, auf Auswertungskonzept und Vermarktungsstrategie. Marie Miyayamas Film ist geradlinig und kompromisslos, klein und still und einfach wunderschön. Ich bin stolz, dazu meinen Teil beigetragen zu haben. Und Sie sind alle eingeladen, diesen Film mit uns zu teilen. Am 4. Juni kommt er ins Kino. Möge dieser Preis auch eine Ermutigung sein für alle hier, etwas weniger nach vermeintlicher Sicherheit zu schielen und etwas mehr zu wagen. Vielen Dank.